Hallo und willkommen zum neuen Video, heute mit dem Evergreen Topic. Wir können die Funktion von unserem Motor, von unserem Aggregat relativ einfach mit Zuhilfenahme von so einem Infrarotthermometer von außen prüfen. Wir können die einzelnen Zylinder abfahren und die Temperatur messen und können dann bei zu großen Temperaturschwankungen erkennen, dass ein Zylinder nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und wie das genau funktioniert, das erkläre ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Ich schaue jetzt auf die linke Seite von unserem Motorblock und hier unten sehe ich den Abgaskrümmer, bei mir schon etwas verrostet, der die einzelnen Ausgänge hat von der Zylinderbahn und an der Verschraubung zum Motorblock kann ich mit so einem Infrarotthermometer relativ leicht erkennen, ob irgendein Zylinder nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren soll. Dazu muss ich den Motor als erstes auf Betriebstemperatur bringen und dann führe ich die Messung durch beim laufenden Motor und fahre mit dem gleichen Abstand. Ich muss schauen, dass ich hier das Infrarotmessgerät immer auf dem gleichen Abstand habe zum Abgaskrümmer und fahre dann die einzelnen Verschraubungen ab und messe die Temperatur. Bei zu starken Schwankungen, ja, Schwankungen zwischen 20 und 30 Grad abweichend vom jeweiligen Krümmerausgang sind okay, aber wenn ich auf einem 100 habe und auf dem anderen 204 oder 210 Grad als Temperatur, dann funktioniert derjenige nicht, der die geringere Temperatur hat. So, das machen wir jetzt mal beim V8 hier und testet das mal durch und schaut, ob wir überall eine annähernd gleiche Temperatur haben. So, der Motor läuft. Ich fange jetzt an mit meiner Messung. Hier vorne am ersten Rohr vom Abgaskrümmer versuche den Messpunkt immer so anzuhalten, dass ich genau auf der Schraube liege von dem jeweiligen Rohr vom Abgaskrümmer an der Verschraubung oben. Und jetzt sieht man schon, wenn ich den Messpunkt finde, ich habe so Werte zwischen 155 und 170 Grad, also eine Schwankung 15 bis 20 Grad pro Krümmer Ausgang. Er pendelt sich ein, so bei 165, 168 Grad, je nachdem wie ich es anhalt. Aber ich habe jetzt hier keine krasse Schwankungen der Temperatur, das bleibt alles in der Range, das ist okay. So, wir haben jetzt die Temperaturmessung durchgeführt an unserem Abgaskrümmer bei unserem V8 mit diesem Infrarot-Digitalthermometer. Im ersten Durchgang bei laufendem Motor haben wir eine Temperatur festgestellt von knappe 200 Grad an der Verschraubung vom Abgaskrümmer zum Motorblock. Das ist absolut in Ordnung. Wir hatten eine Abweichung von Zylinder zu Zylinder von ungefähr zwischen 15 und 20 Grad. Das ist noch in Ordnung, das ist absolut in der Range, was es haben darf. Wenn bei euch, wenn ihr die Messung durchführt und bei euch stellt ihr eine Abweichung von mehr als 40 bis 50 Grad fest, dann stimmt irgendwas mit dem einen Zylinder, der die geringere Temperatur aufweist, mit dem stimmt dann irgendwas nicht und da müsst ihr dann rangehen, da müsst ihr dann schauen, an was das liegt. So, diesen digitalen Infrarotthermometer, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein, der kostet nicht viel, ich glaube, ich habe nicht einmal 30 Euro
für diesen Thermometer bezahlt, könnt ihr euch mal anschauen. Den kann man auch noch für andere Sachen im Kfz-Bereich benutzen, um Temperaturen messen zu können. Das ist nicht schlecht mit dem Infrarotlaser, wo ich dann genau sehe, wo die Temperatur dann auch tatsächlich gemessen wird. Das ist okay und ich muss nicht ganz hinfahren, ich kann ein bisschen Abstand lassen und kriege dann trotzdem ein vernünftiges Ergebnis. So, ich hoffe, das Aerogreen-Topic hat euch gefallen, hilft euch weiter, testet es mal an eure Motoren daheim aus, je nachdem wie viele Fahrzeuge ihr habt, funktioniert auch bei modernen Fahrzeugen, nicht nur bei Oldtimer. Und wie immer gilt, wenn ihr bis jetzt noch kein Abo habt, dann könnt ihr entweder unten links von euch aus auf der rechten Seite auf das kleine Kanallogo klicken oder unterhalb vom Video auf die Abonnierfläche und am besten gleich auf die Glocke, dann verpasst ihr auch kein zukünftiges Video von mir. Lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mich würde es freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.